Padartha Bhavani ist der Bewusstseinszustand Bhavani jenseits aller Dinge außen und innen. Padartha Bhavani ist die sechste der sieben Bhumikas. In Padartha Bhavani bist du jenseits aller Verhaftungen. Du fühlst dich nicht mehr begrenzt auf den Körper. Du fühlst dich nicht mehr begrenzt auf deine Psyche. Das Interessante ist, es gab ja schon vorher Assam Shakti, der fünfte Bewusstseinszustand, eigentlich Assam Shakti, das heißt von nichts berührt. Du bist in der Lage, dich zu lösen von allem. In Assam Shakti ist der Yogi aber noch in der Lage, Handlungen zu tun. Er hat noch Karma. Er wird so handeln wie alle anderen auch. In Padartha Bhavani ist das Karma weitestgehend zu Ende. Es kommt typischerweise zu Ende des Lebens. Der Meister, die Meisterin, ist jenseits von allem, ist in dauerndem Gottesbewusstsein und sieht die Welt nicht mehr so, wie andere es sehen. In Assam Shakti sieht der Meister die Welt so, wie wir sehen, und er sieht auch die Welt von einem höheren Standpunkt aus. Er weiß, ich bin das unsterbliche Selbst, aber er weiß auch, hier ist der Körper, durch den ich bestimmte Erfahrungen machen will. Er versteht den Geist aller Menschen, er versteht den Geist von jedem, der ihm gegenüber ist, aber weiß auch, da ist jetzt ein bestimmter Geist, durch den ich wirke und durch den ich Erfahrungen mache. In Padartha Bhavani ist man jenseits dessen. Das Doppelbewusstsein im Assam Shakti kippt im Sinne von universellem Bewusstsein. Der Meister tut nur noch etwas, wenn er von außen gebeten wird. Er isst und trinkt auch nur, wenn ihm das Essen angeboten wird. Er braucht für seinen Körper nichts. Solange Karma ist, bekommt er alles. Aber jetzt brauchst du keine Angst zu haben, dass wenn du den Yoga-Weg gehst, dass du irgendwann ein ganz eigenartiger Typ wirst. Es geschieht eben dann, wenn Karma zu Ende ist. Auch Menschen ohne spirituelle Praxis wird zum Ende des Lebens zum Teil etwas eigenartig. Und manche verlieren das Normalbewusstsein. Ein normaler Mensch, nur sogenannte Normal, wenn zum Ende seines Lebens nicht mehr zum normalen Bewusstsein kommt, dann ist das etwas Analoges. Nur der Yogi, der hat volles Bewusstsein, volle Wachheit. Er ist da voll erwacht, er ist eigentlich ein Buddha. Aber er hat kein Karma mehr, außer dass der Körper noch da liegt. So mag der Körper da liegen, er mag auch noch essen und trinken, aber der Yogi hat keine besonderen Bedürfnisse mehr. Eben wie gesagt, typischerweise zum Ende des Lebens. Padartha Bhavani, jenseits von allen Dingen, ein Bewusstseinszustand, der jenseits ist von allem, innen wie auch außen. Padartha Bhavani, die sechste Bhumika.